Willkommen zurück zum nächsten Part. Und dann wollen wir wieder auf die Hyperion zurück. Und mal sehen, was wir da gefunden haben. Sir, der Adjutant, den wir ausgegraben haben, ist im Labor. Er ist jetzt fertig aufgeladen. Red mit mir, du alter Blecheimer. Was weißt du? Benutzer identifiziert. Rainer, Jake, Ex-Marschall, Kolonie Masara. Mitglied der Terroristengruppe Gründer von Korhan. Status, Kriminell. Genug von mir, Süße. Was schlummert sonst noch in deinem künstlichen Schädel? Benutzerstatus, Krimineller. Zugriff, verweigert. Du spielst also die Unnahbare, was? Wir werden ja sehen. Na gut, dann wieder zurück. Schauen wir natürlich wieder Nachrichten. Meine Damen und Herren, jeden Abend präsentiere ich Ihnen die Nachrichten, so sachlich und fair wie nur irgend möglich. Heute Abend jedoch habe ich einen Kommentar vorbereitet. Man hat mich gefragt, wo genau der Unterschied zwischen unserem Anführer Imperator Mengsk und dem Verräter Jim Rayner liege. Ich wurde darauf hingewiesen, dass Mengsk in seiner Jugend auch gegen die Regierung rebellierte und die Macht durch Gewalt und subversive Taktiken an sich gerissen hat. Warum soll es dann falsch sein, wenn Jim Rayner in gleicher Weise vorgeht? Nun, es gibt da einen Unterschied. Als Imperator Mengsk seine Revolution einläutete, bestand keine Gefahr für die Existenz der gesamten Menschheit. James Rayner hingegen betreibt seine Rebellion, während wir uns mit zwei Alien-Völkern im Krieg befinden. James Rayner, haben Sie denn kein Gewissen? Sollten jetzt nicht alle an einem Strang ziehen? Stellen Sie Ihre nichtigen Probleme hinten an, während die Menschheit gegen diese Alien-Bedrohung um ihr Überleben kämpft. Alle haben Sie was zu meckern. Hier oben übrigens findet ihr dann unseren Tosch. Züge ausrauben? Wir machen doch noch einen Piraten aus dir, was, Reno? Mann, der war schlecht. Okay, hier können wir mit Takis noch reden. Na, weg das Erinnerungen, mal wieder einen Zug zu überfallen. Oh ja, wir haben den Shade Express damals bestimmt ein Dutzend Mal überfallen. Ah, das wurde nie langweilig. Einmal hätten sie uns fast erwischt, als sie dazugelernt hatten und anfingen, bewaffnete Eskorten mitzuschicken. Die hatten nie einen dabei, der mit dir und deinem Adler mithalten konnte, Jimmy. Aber das hat die ganze Sache noch lustiger gemacht. Wie du jedoch Marshall werden konntest nach all dem, was wir damals abgezogen haben, das werde ich nie begreifen. Vielleicht doch ein guter Kerl. So, schauen wir doch mal im Labor noch vorbei. Da hinten sehen wir den Adjutanten. Benutzerstatus. Krimineller. Jim, lass mich dir helfen. Was ist wirklich auf Tarsonis passiert? Was immer es war, ich kann sehen, wie es dich innerlich auffrisst. Tarsonis. Dort hat alles angefangen. Mengsk hat einen Psi-Emitter von der Konföderation gestohlen und dort eingesetzt. Er hat gewusst, dass er die Zerg anlocken würde und... Unsere Revolution hat genau an diesem Tag begonnen. Dem Tag, an dem Mengsk einen ganzen Planeten ausgerottet und es dann Gerechtigkeit genannt hat. Mein Gott, Milliarden unschuldiger Menschen. Das ist einfach nur bestialisch. Kein Wunder, dass du ihn so sehr hasst. Naja, da gibt's noch ein bisschen mehr. Aber wie ihr seht, wir haben momentan nichts Neues. Und dann schauen wir noch im Arsenal vorbei. Dort gibt es nämlich anscheinend noch mal was Neues. Nämlich die Cobras. Wir noch keine neue Basiseinheitenverbesserung. Schade. Okay, die Cobras benutze ich eigentlich auch nicht. Dann auf der Brücke. Ich habe nach einem Verschlüsselungsexperten gesucht, um auf den geborgenen Adjutanten zugreifen zu können. Kein Glück bis jetzt. Colonel Orlan in Deadman's Port kann alles knacken. War schon lange nicht mehr dort. Sag mal, beim letzten Besuch hattest du doch am Ende plötzlich einen Ehering am Finger.
Ich hab's Ihnen schon mal gesagt. Ich hätte nie bei dem Kartenspiel mitgemacht, wenn ich gewusst hätte, was der Preis ist. Ach, wenn Liebende wieder zusammenkommen, raubt es mir immer den Atem. Nett. Okay, auf der Sternkarte, dann gibt's 4 Missionen jetzt. Einmal Haven, das ist die letzte Mission mit Professor Dr. Meine Leute haben eine Kolonie auf dem Planeten Haven errichtet. Eine ganze Weile lang ging alles gut, aber jetzt ist jeder Funkverkehr abgebrochen. Sie antworten auf keiner Frequenz mehr. Wir müssen dahin und sehen, was passiert ist. Vielleicht waren sie dem Zerg-Virus ausgesetzt. Außerdem befinden sie sich am Rande des Protoss-Raums. Jim, ich mache mir Sorgen, dass etwas Schlimmes passiert ist. Gut, das kann ich verstehen. Da das allerdings quasi die letzte Mission mit ihr ist, verlieren wir sie danach vom Schiff. Und da ich sie noch ein bisschen drauf behalten möchte, gucken wir uns erstmal noch andere Dinge an. Zum Beispiel Xil oder Bergier oder Deadman's Port. Und zwar werde ich, glaube ich, jetzt zuerst mal... Auf Bergier gibt es ein seltenes Gas, das die Protoss Hauch der Schöpfung nennen. Sie betrachten es als Geschenk ihrer Götter. Wir nennen es Terra 10 und dem richtigen Abnehmer ist es ein Vermögen wert. Natürlich werden uns diese Protoss erledigen, wenn sie uns auf ihren heiligen Boden erwischen. Oder zumindest werden sie es versuchen. Genau, dann machen wir erstmal Belgier. So, damit erhalten wir unsere gute Goliath-Einheit. Kann Boden- und Lufteinheiten angreifen. Sehr, sehr effektiv. Da sind wir, Mann. Ist doch viel hübscher als Redstone, oder? Ich kämpfe lieber nicht gegen die Protoss, wenn ich es vermeiden kann. Nicht einfach gegen welcher Protoss? Fanatiker, die Tal darin genannt werden. Sie glauben, dass das Terra 10 heilig ist. Ein Geschenk der Zelnager. Wenn die Tal Darim aus der Luft angreifen, sind wir geliefert. Swan, lade die Goliath-Pläne hoch. Wenn ihre Luftabwehrraketen noch etwas taugen, haben wir vielleicht eine Chance. Alles klar, Cowboy. Ich lade die Pläne in die Fabrik, sodass wir mehr bauen können. Mann, die Dinger nach all den Jahren wiederzusehen. Wie kommen wir an das Terra 10? Siehst du diese Altäre? Mystiker der Tal darin stellen sie auf, um das Terra 10 einzusammeln. Wir müssen nur die Kanister abgreifen. Unsere WBFs können das Terra 10 abtransportieren. Wir müssen sie nur dabei beschützen. Mit ein bisschen Glück haben wir, was wir brauchen, bevor die Tal darin uns bemerken. Na dann, los geht's. Alles klar, dann fangen wir an. Natürlich wieder erst Echo. Und dann... Kanal offen. Ja. Komm, weiter. Ah ja, okay. Das haben wir. Dann fangen wir direkt schon an, unsere Goliaths zu bauen. BBF bereit. Hier bei diesen Koordinaten kannst du das Terra 10 finden, Bruder. Das sollte uns das Leben etwas erleichtern. Unsere WBFs können die Terrazin-Kanister abtransportieren. Es wird eine Weile brauchen, bis sie die Kanister eingeladen haben. Also passt bloß gut auf sie auf. So, also insgesamt brauchen wir 7 Stück. Und die Protoss fangen irgendwann an, die Altäre zu versiegeln. Gleichzeitig finden wir hier auch noch Protoss-Relikte. Also wir brauchen als allererstes mal... starke Eco, sonst haben wir hier schon direkt verloren. Erweiterung fertiggestellt. BBF bereit. Sicher nicht mein Geld. Aber sicher! BBF einsatzbereit. Und ohne eine starke Eco kannst du es hier vergessen. Es gibt hier übrigens eine Heldentat, die ihr machen könnt, wenn sie nicht schon rausgepatcht wurde, weiß ich nicht. Und zwar die Protoss-Basis hier komplett einfach alles vernichten. Auf Futal eine fast nicht machbare Aufgabe, aber wenn man genügend Zeit hat, vielleicht doch. Ich für meinen Teil lasse den Spaß jetzt mal und kümmere mich um die Mission. Da brauchen wir, wie gesagt, erst noch ordentlich viele Arbeiter. Vor allem auch Spingas-Produktion.
Ich werde auch gucken, dass ich jetzt primär erstmal noch ein paar Protoss-Missionen erledige, damit wir automatisierte Raffinerien bekommen. Damit spare ich mir dann dieses Vespin-Abbau. Dieser Boden war den Tallarin schon heilig, weit bevor Terraner das All bereisten. Ihr müsst sofort umkehren. Immer langsam. Wir brauchen nur ein bisschen von dem Gas hier. Dann sind wir auch schon wieder weg. Nein. Ihr werdet den Hauch der Schöpfung nicht beschmutzen. Tallarin-Krieger, exekutiert alle, die unsere Altäre entweihen. Die Protoss machen mobil, Sir. Sie werden unsere WWFs aufs Korn nehmen, wenn wir das Terrazin-Gas anrühren. Wir konzentrieren uns besser auf einzelne Abbaugebiete und schützen uns mit Eskorten. Wow, Heigen erschreckt! Genau das werden wir auch tun. Wir müssen allerdings auch gucken, dass wir hier jetzt erstmal noch eine Verteidigung frei aufbauen. Was wichtig ist? WWF bereit! Warnung! Die Tal'Darin versiegeln einen Terrazin-Altar. Das können wir nicht zulassen. Die Tal'Darin versiegeln die Terrazin-Altäre. Da kommen wir nicht mehr ran. Wenn sie so weitermachen, können wir nicht mehr genug sammeln. Na, kommt schon, Produktion ein bisschen schneller. Schlechte Neuigkeiten? Und dann können wir nämlich die 3 Arbeiter, 6 Arbeiter immer schön noch benutzen. Für bessere Sachen. Was nicht passt, wird passt und ihr macht. Als erstes holen wir uns doch direkt mal. Komm, Link. Und ich brauche noch ein Ressourcenlager. Nicht genügend Mineralien. Was wichtig ist? Von mir aus. Warnung, die Tal'Darin versiegeln einen Terrazin-Altar. Das ist jetzt echt nervig. Hier komm ich! Weiter, dann komm! Das leider nicht zulassen können. Ich habe den ersten Kanister abgeklemmt, Sir. Ich bringe ihn jetzt zur nächsten Kommandozentrale, wa? Gute Arbeit. Der erste Kanister ist voll. So, Reparatureinheiten brauchen wir. Los! Ja. Verstärkte Spingas-Produktion. Ich schiebe noch einfach noch ein paar Felsen in der Nähe. Jetzt echt erstmal Reparatur. Yep. Darf sonst noch was sein? Ja, Eigenerschreck! Wird gemacht! Ach, jetzt war der Warnung, die Tal'Darin versiegeln einen Terrazin-Altar. Das wird immer übler. Ich glaube, den lasse ich auch sie versiegeln. Und das Protoss-Artefakt hier. Ja, naja, müssen wir uns den ersten noch durch, glaube ich. Ein paar Dinge kämpfen. Benötige Unterstützung. Jetzt nur noch keine Zeit. Das kann man nicht retten können. Was liegt an? Nur zu.
verdichtieren? Nur zu! Er kann ihn nicht bauen! Upgrade nicht genug Vespingas. Und dann. Squad. Bereit machen, Jungs! Ein BBS. Goliath-Anlage. Schlechte Neuigkeiten? Weiter, Tankkorn. BBS einsatzbereit. Ich kann es kaum noch erwarten. Ja, das hier wird mir nicht mal was. Warnung, die Kaldarin versiegeln einen Terrazin-Eintrag. Durchgeladen und entsichert. Oh, was ist jetzt passiert? Hab gerade einen totalen Sandbug. Tut mir leid. Weitere Mal und lade. Das tut mir jetzt leid. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Okay, da ist mir gerade eben das Spiel abgestürzt. Tut mir leid. Hab glücklicherweise kurz vorher gesaved. Und dann machen wir doch mal weiter. Los, los, los! Goliath online. Basis wird angegriffen. Benötige Unterstützung. Ich kann ihn kaum noch erwarten. Oh, Alter, ich hasse diese Dinger. Brauchen zwei Fs hier oben. Was nicht passt, wird passt. Zwei. Und dann. Sie haben gerufen. Bereit machen! Marines mitgenommen. Goliath online. Abmarsch bereit! Worauf soll ich ballern, Sir? Warnung! Die Kaldarin versiegeln einen Terrazin-Eintrag. Jetzt die nächsten zwei Dinge. Was gleich so getan. Durchgeführt. Befehle erhalten! Was? Also einmal, zweimal. Du baust Terrazin von zwei Orten gleichzeitig ab. Mutig, mutig, mein Freund. Damit wird's natürlich schwieriger, uns die Kaldarin vom Hals zu halten. Aber umso schneller sind wir von diesem Felsen wieder runter. Empfange Übertragung. So leicht werdet ihr nicht den Hauch der Schöpfung stehlen. Seid vorsichtig, sie schicken ihre Schiffe rein, um eure WBFs auszuschalten. Schießt sie ab oder wir sind geliefert. Oh, aber ich... Worauf soll ich ballern, Sir? Das kann ich kaum noch erwarten. Kommt noch was? Wir sind safe. Durchgeladen und entsichert. Ja. Abmarsch bereit. Dann auf zurück. Und der Dritte. Das läuft sehr gut. Weiter so. Nicht nur der Dritte, der Vierte ist ja auch. Über die Hälfte der Kanister haben wir schon. Der Doktor ist da. Sie haben gerufen. Dann. Genau, Verstärkung. Schön schnell alles reparieren. Wir haben gleich von unten angegriffen. Und dann holen wir uns nochmal den da. Aber ja, uns die zwei hier, glaube ich. Warnung, die Kaldarin versiegeln einen Terrazin-Altar. Ja, geht nicht, ist geklappt. Gut, also ich muss jetzt definitiv hier runter. Als den. Freu mich schon drauf! Ich auch weg. Goliath online. Benötige Unterstützung.
Ich sag gerade nicht, wo das letzte Relikt Warum ist. Warum nicht? Bingo! Freu mich schon drauf! Mineralienfeld erschöpft. Oh, jetzt weiß ich schon. Mineralienfeld erschöpft. Basis erweitern. Bereit machen, Jungs!
Warnung, die Kaldarin versiegeln einen Terrazin-Altar. Ja, lass sie durchgeladen und entsichert. Wir uns hier unser letztes und dann sind wir fertig. Abmarsch bereit! Schauen wir jetzt noch das Korte nach oben. Nicht genügend Mineralien. Der BFs kann auch noch ein bisschen nach oben. Mineralien. Ja, das da war schlecht. Was wichtig? Aber sicher! Verflucht seien diese Teil darin. Jeder Altar, den sie versiegen, wirft uns weiter zurück. Du musst ein paar deiner Jungs da runter schicken und sie aufhalten. Oh, ich hab doch schon den letzten. Kommt noch was? Und die laufen jetzt als Eskorte mit. Ja. Und dann sind wir hier auch schon wieder weg. Ganz klimm. Und heilig. Sehr schön. Das war der letzte Kanister. Jungs, wir sollten unser Glück nicht noch länger herausfordern. Sehr schön gemacht. Und dann, wie gesagt, Mission Abschluss. Willkommen im Dschungel. Und dann geht's im nächsten Part mit der nächsten Mission wieder weiter. Wir sehen uns. Bis dann.